Yeah. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, vor dem Schlafengehen noch eine kleine gute Nachtgeschichte über die drei kleinen Schweinchen und den bösen Wolf. You ever heard that shit? I check it out. Ein Haus aus Holz, ein Haus aus Stroh, ein Haus aus Stein. In jedes zieht das Schwein allein und träumt vom kleinen Eigenheim. Das erste schaut mehr auf Design und auf die Nachhaltigkeit und baut das Haus aus Stroh, solange die Kohle noch nicht reicht. Nummer zwei, baut das Holz billig, schnell und steuerfrei. Nur nicht ganz so beliebt bei der Feuerpolizei. Schweindel Nummer drei, lust die Zeit und baut auf Sicherheit. Ziegelstein auf Ziegelstein, das Schwächste bei der Zwischenzeit. Die anderen feiern nun Bedarf, oder feilen nur an Details. Doch wenn so Schweindel ausgelassen tanzen, ist der Wolf nicht weit. Er kommt von Zeit zu Zeit vorbei, weil er wieder mal durch die Würde streift und schaut nach seiner Leibspeis. Die Schweine nehmen Reis aus und flüchten gleich ins gleiche Haus. Sie wiegen sich schon in Sicherheit, doch draußen steht der Wolf und schreit für Eiche schiefes Eis. Und brauchen nicht einmal ein Feierzeug. Ich huste und puste, deine Bude stößt ein. 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 Haus Nummer 2 ist zwar sehr schick, traditionell und baut aus Holz, aber leider doch nicht gemacht für den Angriff von einem Wolf. Sie werden wieder verfolgt, aber können gerade noch fliehen. Gott sei Dank ist Nummer 3 nicht weit und gibt ihnen ein Asyl. Sie hat den Wolf sich auch bemüht, das Heisel heute dicht. Es gibt sogar ein Alarmanlog, Gas und ein Licht, eine kleine Bar und ein Lift. Und sogar Kabelfernsehen, aber irgendwie soll es auch sehr konservativ. Ich mein, die wollen sie übertreiben mit der Sicherheit. Mit Stein kann man Geschichte schreiben, Mauern schützen oder teilen. Begrenzen die Gemütlichkeit, die kühnsten Fantasien werden zu Stein in der Blütezeit. Heute mauern wir uns ein in den vier vertrauten Wänden und leben unsere Freiheit nur in virtuellen Welten. Angst ist leicht zu schüren, für Toleranz muss man kämpfen. Sicherheit ist meistens käuflich, nur Vertrauen kann man schenken. Ich huste und puste, deine Bude stößt ein. 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 Thank you.